Ja, okay, vielleicht sollte die mal in die Wäsche nach einem Jahr. What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Jaco sortiert ihren Kleiderschrank aus. Ich würde heute gerne mit euch gemeinsam meinen Kleiderschrank aussortieren, weil A, kennt ihr diese Leute, die sagen, oh mein Gott, das ist das geilste Gefühl aus der Welt, wenn man vom Sport kommt? Ich weiß nicht, wovon die reden. Dieses Gefühl habe ich nach dem Aussortieren. Und wenn ich dann abends im Bett liege und binge esse, während ich binge Serien gucke, dann fühle ich mich kurz schlecht. Und dann denke ich an diese eine Sache, die ich aussortiert habe, und dann denke ich, nein, alles gut. Ich habe mein Leben im Griff. Aber wenn ihr euch jetzt beschwert und sagt, Jaco, wieso soll ich dir dabei zugucken, wie du deine Socken aussortierst, dann sage ich euch, als das letztes Mal habt ihr auch vorher sowas gesagt und dann hinterher, aber oh, Jaco, wegen dir habe ich jetzt alles aussortiert und mein Kleiderschrank ist ordentlicher. So nämlich. Ich werde jetzt alle Dinge, und das ist das, was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr Sachen aussortiert, vom Kleiderschrank aufs Bett machen. Ich bereue das jetzt schon. Fangen wir an mit den Hosen. Mein absolutes Hassthema. Diese Jeans habe ich mir ungefähr vor einem Jahr gekauft und sie war mir eigentlich ein bisschen zu groß, aber jetzt passt sie eigentlich wie angegossen. Und ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Jeans-Fan. Ich mag allgemein nicht so gerne enge Kleidung, aber diese Jeans sitzt weit genug, als dass ich sie zwischendurch ganz gern trage, um quasi eine Basic-Jeans zu haben. Okay, das ist eine... Ihr könnt mich gar nicht so gut... Wartet mal, ich mache mal die Kamera ein bisschen weiter runter, damit ihr die Hosen besser sehen könnt. Diese Hose habe ich mir letztes Jahr passend gekauft, zusammen mit der anderen, die ich eben gezeigt habe, weil ich überhaupt gar keine Jeans hatte und ich das Bedürfnis hatte, mal so regular Jeans in meinem Leben zu haben. Und auch wenn das, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt eine perfekte Hose ist, um sich hinzusetzen, besonders nicht, wenn man 8 Kilo zugenommen hat, also ich... Wieso sagt... Also, okay, ich weiß, ich habe zugenommen. Meine Waage sagt 8 Kilo. Aber wenn ich 8 Kilo zugenommen hätte, würde ich doch nicht mehr in diese Jeans reinpassen. Auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr gut. Und deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Bei dieser Hose bin ich mir extrem unsicher. Die habe ich damals Janas Diary nachgekauft. Die hat die kombiniert mit so geilen, glitzernden Doc Martens, die ich mir eventuell auch gekauft habe, weil ich mit ganz, ganz vielen Opioiden im Bett lag, total high war von meinen Schmerzmitteln und gedacht habe, das Einzige, was mich in meinem Leben retten kann, ist ein neues Outfit mit Plateauschuhen, die glitzern. Aber die hat diesen Stoff, wo man nur einmal ein Sofa streift oder nur einmal einen Hund oder eine Katze streichelt und es ist alles weiß. Weil das ist, wisst ihr, dieser schwarze Stoff, der einfach immer asozial aussieht. Und dazu ist es so eine Hose, kennt ihr das, man setzt sich, habe ich gleich noch so eine, man setzt sich hin. Und hier unten ist aber so ein Bündchen. Und es ist aber so fest, dass jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und du aufstehst, ist das Bündchen festgesaugt oben an der Wade. Und du musst dich jedes Mal wieder bücken und musst es so runter machen. Und dann trage ich sie einen Tag und dann bin ich einfach nur unglücklich. Und man soll ja, Marie Kondo sagt, man soll keine Dinge behalten, die einen unglücklich machen. Man soll nur Dinge behalten, die einen Freude bereiten. Oh Gott, ich schwitze wie ein Schwein. Ach, wobei, die sitzt eigentlich... Ich mache sie auf den Vielleicht-Stapel. Okay, ich glaube, diese Hose habt ihr schon im letzten Video gesehen. Und im letzten Video habe ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich diese Hose noch nie anhatte und dass ich sie aber so schön finde und deswegen behalten will. Und ich denke, es wird dieses Mal genau auf dasselbe hinauslaufen. Ich liebe die ganz, ganz doll. Ich finde die super schön. Das einzige Problem ist einfach, sie ist im Schritt sehr eng. Das bedeutet, man hat irgendwie ständig eine Camel Toe. Ich kann das noch nicht tun. Deswegen bekommt diese Hose noch eine weitere Gnadenfrist. Auch wenn ich sie nicht einmal angehabt habe, seit wir das letzte Video gedreht haben. Und es ist über ein Jahr her. Egal, weiter. Problem ist, dass die immer und immer kürzer wird, weil das eine sehr, sehr günstige Produktion gewesen ist. Und ich habe schon, also die war eigentlich bodenlang und ich habe jetzt echt Hochwasser da drin. Und eigentlich sitzt die auch gar nicht mehr so geil. Aber trotzdem ist sie so luftig, dass man das Gefühl hat, dass man nackt ist. Einfach nackt rumlaufen kann ich nicht, denn 200 Millionen Fenster gucken in meine Wohnung rein. Zum Beispiel, während ich mich hier gerade vor einer Kamera umziehe. Nein, ich habe
auch gesehen und es hatte so ein Model an, die hatte Größe minus 600. Bei ihr sah das grungig aus und ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie bei den wilden 70ern mitspielen. Ja, hier muss, warte, ich mache noch einmal die Kamera weiter runter. Das ist so eine Dreiviertelhose. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich trage die sehr, sehr gerne. Ich finde, die macht eine sehr schöne Figur. Ich glaube, nennt man das Culottehosen. Die braucht oben einen Gürtel, weil die eigentlich ein bisschen zu groß gekauft wurde, weil es sie nicht mehr in meiner Größe gab. Aber ich finde die wirklich sehr schön. Die macht einen relativ hässlichen Arsch, aber keine Ahnung. War noch nie das Körperteil, auf das ich Lust hatte, mich bei mir zu konzentrieren. Die Hose sitzt eigentlich relativ gut. Ich kann mich nicht beschweren. Aber der Stoff ist dieser Kratzestoff. Seht ihr das? Warte. Das ist das Ekligste, was ich jemals in einem Video gemacht habe. Das ist so eine Hose, die ist ganz kratzig und dann schwitzt man ganz schnell da drin. Aber wenn man dann im Sommer daran schwitzt, setze ich mich hin und dann schwitzt es hier. Und dann ist hier aber so ein Streifen und irgendwie, das ist nichts. Okay, diese Hose habe ich noch gar nicht lange und unter anderen Umständen hätte ich die wahrscheinlich gar nicht behalten, weil das ist so ein Stoff, der immer knittrig aussieht. Aber ich habe doch beschlossen, sie zu behalten, weil ich bin so unsicher mit meinen Beinen. Also ich gehöre zu den Frauen, die im Sommer niemals ein kurzes Kleid und niemals eine kurze Hose anziehen, weil Self-Love und da, aber ja, gut. Der eine hat das Selbstbewusstsein da liegen und der andere da und nobody cares. Auf jeden Fall habe ich diese Hose angezogen und habe das erste Mal in einer kurzen Hose gedacht, oh mein Gott, weil ich mich irgendwie gut da drin fühle. Und deswegen werde ich die definitiv behalten. Wieso trage ich die nie? Die ist ja richtig schön. Ich trage halt auch immer dasselbe. Es gibt doch diese Leute wie Steve Jobs und so weiter, die einfach jeden Tag dasselbe Outfit tragen, auch mit dieser Hintergrundprämisse, dass man am Tag nur so und so viele Entscheidungen zur Verfügung hat und man sich diese Entscheidung einfach abnimmt, etwas anzuziehen. Und wenn dir die Wahl, was du am Tag anziehst, gar nicht so krass viel Freude bereitet, dann zieh doch einfach jeden Tag dasselbe an und spar dir diese Entscheidungsenergie für andere Dinge auf. Und ich wäre eigentlich perfekt dafür gemacht. Problem ist nur, ich mache mal so, damit ihr mich sehen könnt, ich liebe Fashion. Ich weiß noch, ich war damals beim Friseur und hab zu dem gesagt, da war ich 13, 14, oh mein Gott, ich will mir einfach jeden Monat eine neue Haarfarbe machen. Hat er gesagt, viele Leute, die das sagen, findet man später in der Fashion Industry. Vielleicht sollte ich eher Klamotten machen, als sie zu kaufen und zu tragen. Ich trage das gar nicht gerne den ersten. Ich bin nicht, wer schön sein will, muss leiden. Ich trage jetzt einen Rock, obwohl ich lieber Hosen an meinem Körper fühlen mag. I don't know, egal. Machen wir weiter. Diese Hose habe ich noch gar nicht so lange und was soll ich euch sagen, es ist meine neue Lieblingshose. Genau, hier oben war sie ein bisschen groß, aber ich habe so einen geilen High-Waisted Gürtel aus dem Secondhand. Und ja, ich mag die sehr, sehr gerne. So, diese Hose war ein totaler Fehlkauf. Sie war schon hier oben zu eng und hat so blöd gespannt und jetzt ist sie noch enger und irgendwie habe ich gedacht, ich könnte mir irgendwas kaufen, wo ich wie Tom Brady drin aussehe. Das ist auch wieder eine von diesen asozialen Hosen. Also A ist sie erstmal viel zu eng. Sie war schon viel zu eng und jetzt ist sie noch enger. So nur an manchen Stellen eng. Und das ist auch wieder so eine Hose, wo man die ganze Zeit diesen Bund wieder runter dingstern muss, weil wenn man sich 10-mal hingesetzt hat, dann ist es irgendwann hier oben. So als hätte man gerade eine Wattwanderung gemacht. Oh, ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, weil sie hier zu eng ist und dann hier, ne? Ja. Aber der Stoff ist so schön und der ist kariert. Sie kommt auf den Vielleicht-Stapel. Jetzt bin ich sehr, sehr unschlüssig. Ich muss sagen, diese Hose ist eigentlich definitiv zu eng. Also man soll ja eigentlich, Mann, keine Ahnung, ich habe so oft Eat, Pray, Love gesehen, dass ich halt denke, man soll sich keine Klamotten kaufen, weil man davon ausgeht, dass man nochmal das Gewicht verliert, was man zugenommen hat. 3 würden schon reichen dafür, dass ich nicht das Gefühl habe, eine Blasenentzündung hiervon zu kriegen. Ich möchte die noch nicht aufgeben. Das ist auch so eine, ich gehe auf eine Hochzeithose. Ich habe 5 Euro gefunden. Dieses Video ist finanziert worden, weil AdSense mich nicht freischaltet, weil ich zu viel fluche. Ich hasse einfach Stretch, Skinny Jeans. Das ist so, ich finde, die tun nichts für meine Figur. Ich habe mir aber so ein Ding jetzt irgendwie vor, keine Ahnung, 1-2 Jahren angeschafft, weil es gibt immer mal Situationen, wo man denkt, hätte ich doch jetzt nur eine enge schwarze Jeans, weil ich kann jetzt nicht schon wieder in meiner Yoga-Pants da hingehen und deswegen besitze ich diese Hose und fühle ich mich super wohl da drin. Nein, ich hasse enge Kleidung, ich hasse
Ich hasse, hasse, hasse enge Kleidung. Ich habe schon tausend Theorien gelesen, dass es einfach bestimmte Typen gibt, die einfach mit enger Kleidung nicht klarkommen. Ich sehe manchmal Frauen auf der Straße, die tragen so hautenge Sachen, dass ich denke, wie kannst du das machen? Sie bleibt aus praktischen Gründen. Das zum Thema, ich höre auf Marie Kondo und behalte nur Dinge, die mir Freude bereiten. Oh, also ich weiß ja auch nicht. Ich muss sagen, ich habe das mit vollem Selbstbewusstsein letztes Jahr getragen, dieses Ding. Und ich war da total überzeugt von. Ich finde, sie sieht jetzt auch so in der Kamera auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. Wie so ein Strampelanzug. That's me. Und wie ich lässig bin und dadurch zu coole Sneaker trage. Und niemand fällt auf, dass ich einfach nur aufgestanden bin und Sneakers angezogen habe und ansonsten alles anhatte, was ich auch nachts getragen habe. Und dann habe ich mir irgendwas hier drauf getropft. Ich weiß nicht was. Eine Kleinigkeit. Habe ein bisschen Geilseife genommen. So gemacht. Und 20 Minuten später nach dem Waschen war hier einfach die Farbe komplett raus. Deswegen habe ich einfach jetzt beschlossen, dass ich da so ein Batik-Bleichzeug draus mache. Also ich mache das so, dass das sich vielleicht einfügt ins Muster, weil das so... Ich habe vorgemacht, wir werden sehen. Das ist einfach mega... Oh Gott, nur wenn ich darüber nachdenke, werde ich wieder richtig sauer. Ich habe keine Ahnung, wo diese Hose herkommt. Wahrscheinlich aus der Zeit, wo ich in Secondhand ständig irgendwelche Levis-Jeans mitgenommen habe. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Behalten oder nicht behalten? Ich tendiere eigentlich eher zu nicht behalten, weil ich habe ja schon eine Jeans und ich finde, man braucht nicht zwei reguläre Jeans, weil eine Jeans ist ja schon eher unkomfortabel. Und wenn man zwei Jeans hat, die ähnlich aussieht, hat man zwei, das Doppelte an Unkomfortabilität. Und die andere Jeans, die ich habe, die ist wirklich bequemer, muss ich sagen. Warte, ich muss kurz den Sitztest machen. Oh, das geht ja gar nicht. Das ist eine Stehhose. Aber ich stehe ja nicht, ich sitze und lieg ja nur. Oh Gott, vor diesem Problem standen wir beim letzten Video schon. Kommt wieder das Beinproblem zum Vorschein und ich... Ach, diese Hose ist so eng, ich ertrag's nicht. Die habe ich mir besorgt, als ich damals das erste Mal Mamma Mia gesehen habe und Meryl Streep in ihrer Latzhose tanzt. Ich fand das so cool und ich liebe Meryl Streep in diesem Film so sehr, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich brauche eine Latzhose. Und dann ziehe ich nach Griechenland auf eine Insel und ich singe ABBA und... Ich lebe mein Leben. Ja, super bequem. Ich nenne das immer Windelhose. Ich trage immer diese Windelhosen, die eigentlich hier ganz weit sind, weil ich mich dann wohlfühle und so tanzen kann. Deswegen machen wir weiter. Das ist quasi Arbeitskleidung. Deswegen muss das leider bleiben. Ja, das ist meine Sporthose. Die behalte ich für den Fall, dass ich jemals wieder in meinem Leben Sport machen werde. Danke, Corona. Ich hatte gerade mein Leben im Griff. Und dann kamst du und hast mich daran erinnert, wer ich bin. Oh mein Gott. Es ist so anstrengend. Hier sind 100 Grad. Eine zweite Sporthose. Denn wenn man alle 12 Wochen Sport macht, dann braucht man eine im Wechsel, weil die andere so lange zum Trocknen braucht. Okay, Leute, ich will ganz ehrlich zu euch sein. Ich kann nicht mehr. Es sind draußen 100 Grad. Ich schwitze wie ein Schwein. Der Kameraakku ist leer. Das Leben arbeitet gegen mich. Und deswegen splitte ich dieses Video einfach in zwei Teile. Mache jetzt eine Pause, mache später weiter. Weil eigentlich würde ich sagen, ich mache morgen weiter. Aber wo soll ich schlafen, wenn da meine Klamotten sind? Und wenn ich die auf den Boden lege und sage, ich mache das morgen, dann wird das niemals passieren. Ihr seid süß und klein. Bis zum nächsten Mal. Dicken Schmatzer. Ohne Zunge. Wegen Corona. Sonst mit.